Mein heutiges Bier ist das meistgewünschte Bier der letzten Wochen. Was das hier für ein Bier ist, die Experten werden es wahrscheinlich schon erkennen. Allen anderen sage ich es in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und wahrscheinlich werden heute ja einigen Leuten die Herzen aufgehen, denn das Bier hier, das war tatsächlich auf der Top-Liste der meistgewünschten Biere ganz, ganz weit oben und ich versuche ja immer, eure Bierwünsche so ein bisschen auch hier in das Programm einfließen zu lassen, aber das hier, das hat mich dann schon ein bisschen auch vor Herausforderungen gestellt, weil ich habe es einfach hier ja natürlich in Österreich nicht kaufen können und musste mir es dann irgendwie aus Deutschland besorgen, aber das war gar nicht so einfach. Ich lüfte mal das Geheimnis. Es geht um das Sterni Export bzw. das Sternburg Export und das dürfte in der Gegend von Leipzig definitiv ein Kultbier par excellence sein. Fangen wir mal ganz vorne an. Es war 1822, da hat ein Maximilian Freiherr Speck von Sternburg, das war ein Leipziger Geschäftsmann, der kam gerade irgendwie zurück aus Bayern und hatte sich da offensichtlich mit der Bierkultur ein bisschen angefreundet und er wollte das beste Bier zwischen Preußen und Elsass brauen. Haben wahrscheinlich schon viele versucht, aber er hat es halt auch nochmal versucht und so ist das Ganze dann entstanden. Das war eine Brauerei, die über die Jahre hinweg immer größer und immer beliebter geworden ist, war zum Beispiel auch das German Pils bei der Interflug der DDR Airline. Und 1990 nach der Wende wurde die Brauerei dann von der Dortmunder Brau- und Brunnen AG übernommen. Die Produktion wurde ins Leipziger Brauhaus übernommen und der ursprüngliche Standort, der in Lütschena war, der wurde aufgegeben. Also dieses Bier ist eigentlich nur noch als Marke erhalten und auch die ist dann so mit der Zeit immer weiter in Vergessenheit geraten und man hat das einfach so irgendwie auslaufen lassen. Eine Geschichte, die, glaube ich, viele Biermarken dann mit diesem Bier teilen. 1992 ist das Sterni wieder aufgetaucht. Man hat es ganz bewusst so ein bisschen in so ein Niedrigpreissegment ohne Werbung reinplatziert. Und das ist so jetzt auch für mich die Assoziation, die ich dabei hatte, als ich mich mit diesem Bier ein bisschen beschäftigt habe. So ein Niedrigpreissegment ohne Werbung, das erinnerte mich so ein bisschen an Oettinger. Aber der Kult, der um dieses Bier gemacht wird, das ist dann so irgendwie so das, was ich eigentlich von Astra her kenne. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sterni ist so die Kombination aus Oettinger und Astra. Und beides ja zumindest auch geschmacklich nicht die schlechtesten Biere, die es hier auf dem Kanal bisher geschafft haben. Also insofern bin ich da sehr, sehr gespannt. 2006 hat die Radeberger Gruppe das Bier übernommen, beziehungsweise auch die Marke. Und mittlerweile schafft man es tatsächlich auf 10% Marktanteil im Osten. Also das Bier ist definitiv Kult und schuld daran sind wahrscheinlich die Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Es ist, wenn ihr gesehen habt, 1822. Es war im letzten Jahr auch 200 Jahre her, dass es dieses Bier gibt. Also Jubiläum und bei mir zum ersten Mal das Sternburg Export. 5,2 Volumenprozent Alkohol, 11,9 Grad Plato. Ich habe genug geredet. Wir sollten das Bier mal aufmachen. Kurzer Blick noch auf den Stern hier auf der Bottle Cap und dann ab geht's in das Glas. Und da bin ich jetzt wie gemacht sehr gespannt, was hier mich gleich auch geschmacklich erwartet. Und hui. Ja, es ist für, na, obwohl, ich wollte jetzt gerade sagen, es ist vielleicht ein bisschen hell, aber es geht eigentlich. Aber trotzdem ein schönes, helles, ungetrübtes, gelbes Bier. Das ist eine richtig klasse Farbe. Vielleicht ein bisschen hell für den Export, trotz alledem. 2,5 Finger breit eines schneeweißen Schaums hier oben drauf. Fein, stabil und nicht zu kompakt. In der Nase. Ja, malzig, süßlich, definitiv getreidig, bisschen Weißbrot. Und grasiger Hopfen. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt sind hier reingekommen. Ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl, cheers. Also, macht so den ersten Schluck und das ist am Anfang so ein, ja, das ist ja ein schönes, helles Malz und auf einmal, da schiebt dann von hinten die Würze richtig rein. Und dann ist man froh, dass so ein bisschen von dieser Süße da ist, die das dann einfach ausbalanciert. Und dann kommt hin so ein leichter, strohiger Charakter noch dazu, ein bisschen Karamell auch für die Süße. Es kommt immer mehr so auch eine getreidige Note rein, ein bisschen brotig, wie gesagt,
schöner, grasiger Hopfen. Sanfte Hopfenbittere, relativ wenig Herbe. Also das ist tatsächlich ein Bier, wo ich sagen muss, das läuft vermutlich wie die Hölle. Und man muss es dann schon, finde ich, ein bisschen kerniger mögen. Also das ist jetzt nichts für den ungeübten Pilzbiertrinker. Aber ansonsten finde ich das ein sehr, sehr solides Bier und fehlerfrei gebraut. Also da gibt es gar nichts, weil ja, gerade mit diesen Biermarken geht ja immer, das ist ein fürchterliches Bier. Technisch muss ich sagen, richtig, richtig gut. Ob es halt einem geschmacklich schmeckt, puh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde das sehr, sehr ordentlich. Schöner, schlanker Körper, eine mittlere, tendenziell nach unten, vielleicht ein bisschen schwächer werdende Kohlensäure. Das erhöht natürlich auch die Möglichkeit, dieses Bier halt schneller zu trinken. Trinkwiderstand ein bisschen niedriger, sehr, sehr gut und eine glatte, süffige Textur. Und hinten im Nachtrunk finde ich es dann sehr, sehr schön auf den Hopfen fast ein bisschen reduziert, der mit einer grasigen Note reinkommt, leichte Bittere hinten das Bier dann einfach abschließt und ein bisschen getreidige Töne dann hinten rausgehen. Also ich muss sagen, ja, man muss es nicht mögen, aber ich finde, das ist ein ordentliches Bier und ich verstehe, warum viele von euch sagen, dieses Bier möchte ich gerne mal hier auf dem Kanal haben. Ich bin froh, dass ihr mir da diesen Tipp gegeben habt und dass ich es jetzt doch geschafft habe, es hier rauszubringen, denn es hat definitiv Charakter und ist jetzt eben kein Bier von der Stange und das muss ich honorieren und deshalb gibt es für das Sternburg, das Sterni-Export aus Leipzig von der Sternburg Brauerei von Probiert.tv gibt es dafür 3,5 Punkte für das Sterni-Export. Das Kultbier aus dem Osten. Und wer so wenig Trinkwiderstand hat, das werde ich jetzt austrinken. Freue mich drauf, mit euch morgen die nächste Bierverkostung zu machen. Schreibt mal eure Meinung über das Sterni hier runter. Und wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann löst doch hier auch schnell ein Abo nach. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Bierverkostung. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.